Hallo und herzlich willkommen zu Tomb Raider. Wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben. Irgendwie heißt das Level irgendwas mit Midas. Dementsprechend bin ich mal gespannt. Wir kommen von daher, vom letzten Level. Und ja, schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Kann ich da oben drauf? Weiß man nicht. Okay, wir haben jetzt den Weg nach vorne, rechts und links. Ich gehe erstmal nach rechts. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Oh, ein... Oh, oh, ein Onkel Ali. Nein, 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 nein. Onkel Ali, bitte. Weg da. Weg, habe ich gesagt. So. Genug gezappelt. Oh. Das wird ja immer komplizierter hier. Oje, oje. Oh Gott. Da geht's auch noch viel weiter weg. Schauen wir mal hier, was hier ist. Ist da irgendwie was, was mich töten kann? Vermutlich ja. Ich gehe mal mit gezuckter Waffe. Mit gezuckter Waffe, mit gezuckter. Ach Gott. Okay. Warte mal, liegt da was? Ne, sah nur so aus. Ich habe halt nur von Bugs gehört, dass manche Sachen nur zu sehen sind in der Retro-Vision. Und da habe ich Sorge, dass mir das auch passiert. Aber hier gibt es Ammunition. Für die Tiegel, wie das aussieht hier, glaube ich, ne? Die müsste ich auch mal ausprobieren, gegen einen Boss oder so. Okay, aber es hat sich schon mal gelohnt, wir haben Munition gefunden. Der ist da oben, sieht mir aus, als müsste ich mich da entlang hangeln. Okay, schauen wir gleich mal. Oh Gott. Why? Run, Forest, run. Okay. Tja, Kollegen. So wird das nix. Also, I don't care. Hey, nicht wegrennen. I'm back at me, Kollege. Okay. Das war's. Da oben geht's auf jeden Fall noch irgendwo hin. Ich habe das Gefühl, das Level wird lange dauern. Ach du Kacke. So, jetzt haben wir ein paar Morbius beseitigen hier. Oh, ich höre noch einen. Für alle, die den Witz nicht verstanden haben. Morbius, den Schurken von Spider-Man, den Vampirschurken. Hier ist auf jeden Fall was zum Dingsen. Ich höre einen, aber ich sehe ihn nicht. Nicht doof. Okay, so ein Riesengang für nur ein Leben. Da höre ich Feuer von oben. Irgendwas höre ich auf jeden Fall. Okay. Kann ich da hoch, ist die Frage. Aber warum sollte ich mich da entlang hangeln, ist die andere Frage. Wir gehen mal da hoch. So gut es geht. Nee, das war nix. Oh Gott, Jump-Passagen. Ich erinnere nur ans letzte Mal. Ich hoffe, das wird hier nicht wieder passieren. Da habe ich keine Lust zu. Oh, ich höre einen Affen. Okay, hier will er mich nicht hinlassen. Verstehe ich. Lass ihn mal kurz gucken. Da meine ich das mit dem Entlanghangeln. Da liegt auf jeden Fall eine große Tasche. Mit Entlanghangeln komme ich hier hoch. Und wenn ich hier hochkomme, komme ich hier hin. Und da ist irgend so ein Special Secret Room. Okay, aber die wollen ja, da ist der Affe. Die wollen sicherlich, dass ich von hier nach da springe. Das bedeutet, da ist noch ein Affe. Ich muss irgendwie da hoch.
Und jetzt ist die Frage, wie komme ich hier hin? Gibt es hier irgendwo einen Gang? Da ist noch ein Affe. Da ist ein Leben. Okay, aber es schaut für mich so aus. Sei denn, man kommt hier irgendwo von oben. Aha. Guck an, was man hier alles entdeckt. Und da oben ist noch ein Affe. Okay, aber ich komme hier auf jeden Fall nicht von irgendwo her. Doch. Da ist noch ein Affe und eine Fledermaus. Noch zwei Fledermäuse. Da ist ein Onkel Ali. Oh Gott. Okay, aber hier ist Ende? Nee, hier komme ich noch irgendwo hin. Okay. Gut, also es gibt Mittel und Wege. Aber jetzt ist die Frage, kann ich die Mittel und Wege abkürzen, indem ich hier so hochgehe? Achso, nicht. Ich meine, der Affe da oben stört mich nicht. Der dürfte nicht hier runterfallen. Ich glaube, so weit waren die damals noch nicht. Let me go up there. Warte mal, ein bisschen mehr Auflauf. Anlauf, mein Gott. So blöd zum Reden halt. Nee, so nicht. Nee. Einfach so mal noch, dann gehen wir den anderen Weg. Dann wird es wohl den einen gewollten Weg geben. Okay, ja, aber nein. Okay. Die springt automatisch zur Seite. Gut, das heißt, wir werden hier nochmal hinkommen. Dann düsen wir weiter. Also, da oben ging es ja noch. Irgendwo hin. Schauen wir mal. Komme ich hier hoch? Komme ich hier hoch? Ah, perfekt. Spucken wir uns ein bisschen Umweg. So, bevor wir dahin. Ne, Moment. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Einmal kurz speichern. Speichern ist immer gut. Und los. Gut. Ich sehe schon wieder Sachen, wo ich entlang springen muss. Und ich sehe Affen. Oh Gott, sind das viele. Alter, wieso krieg ich gerade so auf die Fresse von denen? Na, jetzt lass mich doch stehen. Aha, hier kann ich was ziehen. Okay. Erkunden wir erstmal hier unten. Vielleicht sollte ich öfter die Shotgun benutzen. Ich weiß es nicht. Aha, da ist noch ein Weg. Dahinter ist ein Schalter. Der sieht für mich eher nach so einem Shortcut-mäßig Ding aus. Okay, ich kann hier von beiden Seiten hoch. Hier ist eine Secret-Tür, auf jeden Fall. Ist da oben irgendwas? Nö. Okay, aber ich könnte hier über die komischen Dinger wieder springen. Da freue ich mich drauf. Aber die kann ich nicht rausziehen. Zumindest wird mir hier nicht angezeigt. Ich check nochmal die anderen. Dann können wir theoretisch von der Seite aus losspringen, ist ja wurscht. Ich glaube, das war's, ne? Oder gab es hier nochmal eins? Ne, hier war noch eins. Okay. Na gut. Dann rauf da. Na komm. Oder. Nee, ich soll da landen. Okay, also andersrum. Also wollen die, dass ich hier anfange. Na gut, dann tun wir dies. Also von hier nach da. Okay. Das war schon mal nichts. Bear with me, Leute. Wir kriegen das hin. Sag ich doch.
Gut. Ist da oben irgendwas, was mich interessieren sollte? Nein. Ist da oben was? Nein, aber da oben ist was. Und zwar Leben und Deagle-Munition, so wie das aussieht. Das heißt, auf den nächsten und von hier aus noch da. Ich speichere mal, weil ich habe keinen Bock, das alles nochmal machen zu müssen. So, und da ich nicht auf die Trophäe gehe, speichere so und so viel mal, ist mir das auch egal. Okay, wir sind drauf. Und hopp. Fuck. Okay. Nee. Und laden. Wenn das mit so und so viel speichern kann ich sowieso vergessen. Machen wir einen extra Run für, wenn wir so weit hingehen. So. Nee, das war nix. Nee. So, op. Op. Ja. There we are. Gut, einmal Munition, einmal Leben. Wunderbar und wunderbar. So, jetzt müsste ich von hier wieder zurück, theoretisch. Gut, zurück hat geklappt. Und jetzt. Oh Gott. Ja, das hat auch geklappt. Gut. Ja, gut. Es ist schwer zum Scheitern verurteilt hier. Jeder Schritt ist irgendwie verurteilt, genau, zum Scheitern. Okay, wir richten uns mal ein bisschen besser aus. Irgendwie so. Ich weiß auch nicht. Nee. Die alte braucht auch ewig viel Anlauf. Das ist halt auch noch so ein Ding. Ich habe vier gedrückt. So. Und up. Perfekt. Okay, let me check something out. Ist hier oben was? Nein. Ist hier oben was? Ja. Shotgun-Muni und ein geheimer Weg, wo ich nicht reinfliegen kann. Unsichtbare Mauer. Aber das heißt, da kann man irgendwie hin. Gut, von da nach da nach da. Und dann sind wir da. Und da oben ist auch noch Leben. Aber komme ich da hoch überhaupt? Okay. Wir werden gucken. Nein, nicht das. Das speichern. Machen wir weiter. Oh Gott. Ich speichere hier und schaue, ob ich da vorne überhaupt hinkomme. Das dachte ich mir. Gut, dass ich gespeichert habe. Okay, dann muss es da noch einen Weg. Perfekt. Einen Weg geben, wie man da hochkommt. Gut, da geht es irgendwo anders hin. Was machen die Schalter? Okay. Okay. Fünf Schalter. Was passiert, wenn die alle drücken? Nichts. Ein Hauch von nichts. Ah, warte mal, die Zeichen auf den Dingern. Y und Omega. Sagen wir mal, das würde bedeuten, alle an bis auf den ersten. Was passiert? Ich probiere jetzt mal was aus. Dafür gehe ich kurz darunter. Weißt du, die Zeichen hier oben? Aber nein. Aber alle aus und den einen an? Also
den quasi an. Und die alle aus. Könnte ja sein. Wir probieren es mal. Aber wie viele Schalter sind das? 1, 2, 3, 4, 5. Doch, 5 Schalter. 5 Schalter und... Aha! Guck. Guck. Was habe ich gesagt? Okay. Aber das bedeutet, wir müssen jetzt jedes Mal hier hochklettern. Und das ist nervig. Aber wir müssen die Türen durchgehen. Oh. Okay, warum ist hier so... Oh shit. Okay, wir gucken uns mal unten um. Ratten. Interessant. Aber unten ist schon mal nichts. Gut, das heißt, wir gehen mal da hoch. Wasserratten. Na, was soll das darstellen? Ich denke schon. Moment, die Kamera und die Steuerung sind hier gerade nicht meine besten Freunde. Muss ich zugeben. Gut. Die sind erledigt. Aber das Feuer. Aber da hinten geht's irgendwo hin. Let me take one of that. Was habe ich hier oben? Ach, nur das Ding hier. Okay. Und dann noch mal einmal speichern und dann schauen wir weiter. Also, aha. Jetzt ist aus. Warum ist es aus, weiß ich nicht. Aber, ach Gott. Kriegen wir hin. Ah, hier ist irgendwas. Ein Eisenbahn oder sowas. Okay, das heißt, wir müssen abwarten. Was ist denn das? Ein Bleibahn. Okay. Das heißt, wir müssen das sowieso wahrscheinlich sammeln. Das dachte ich mir. Irgendwo habe ich jetzt hier einen Affen gehört. Aber unten war ja nichts. Jetzt kommen wir aus. Weil gut, ich könnte ja auch einfach schwimmen. Ich muss ja gar nicht so zurück. Gut, damit hätten wir Türchen Nummer 1. Das heißt, Y heißt in dem Fall Schalter runter. Pass auf. Ich mache mir kurz davon ein Foto. Okay, bei dem dürfen wir raten. Und ja, pass auf. Die anderen Türen machen wir dann einfach soweit. Sobald sie da sind. Habe ich mir zufällig jetzt hier irgendwie einen Shortcut freigeschalten, wo ich hoch kann, aber ich denke, nein. Hier wäre ein schöner Shortcut, wenn das gehen würde. Aber nein. Okay, dann springen wir den ganzen Weg nochmal. Ich speichere jetzt nicht jeden Pfosten. Im Notfall müssen wir halt ein bisschen laufen. Also speichere ich hier die ganze Zeit. Da ist immer noch irgendwie eine Geheimtür. Das war zu wenig. Okay. Oh, nochmal. Warte mal, kann ich nicht einfach hier hoch? Ich frage meinen Freund. Perfekt. Warte mal, kann ich auch einfach... Wäre zu schön gewesen. Wäre aber lustig. Ja, die sieht man da in einem Original gar nicht. Oh, da ist ein Äffchen. Wo kommst schon du jetzt hier, mein Freund? Na, geht da hoch. Hä? Wo kommt denn der Affe jetzt her? Und weg war er. Komischer Affe. Na gut. I don't judge. Jeder Affe soll so sein, wie er will.
Aber wir speichern jetzt hier oben. Ich will noch mal kurz gucken, was jetzt hier unten drin ist. Vielleicht kann ich mir das Gejumpe sparen, indem ich hier irgendwo einen Shortcut aufmache. Ich bin schlau. Tada. Hätte ich gleich machen können. Ich würde sagen, die können doch nicht allen verlangen, dass man jedes Mal hier hochjumpt. Ah, aber Affe kommt. Ja gut, Affe ist tot. Okay, das heißt, also den ersten wissen wir nicht. Wir lassen den mal an. Dann haben wir den zweiten aus. Und dann wieder an, aus. An, aus. Nope. Okay, dann wird der Schalter auch aus sein. Gut, damit wir kein Leben verlieren, wenn wir da runter gehen, nehmen wir den Zivilisierten. Gut, das heißt, das Foto kann ich löschen. Und in die Tür Nummer 2. Was verbirgt sich hier? Wir wissen es nicht. Ich speichere mal sicherheitshalber. Gut. Irgendwann wird es mir noch passieren, dass ich einfach lade, obwohl ich speichern will. Ich warte auf den Tag. Okay, ist hier irgendwo in irgendeinem Eck irgendwas versteckt? What the fuck ist das? Wieso war hier so ein... Okay, ja, Moment. Und hier ist auch nichts. Okay. Da oben ist nur Kunst. Da oben ist aber ein Loch. Da, das meine ich. What the fuck? Okay, irgendwie Grafikfehler. Okay, gut, solange das nichts Ernstes ist. Wo geht es hier lang? Okay, hier kann ich was schieben. Tun wir das? Nee, ich soll es ziehen. Okay, Moment. Und ziehen. Wir nehmen Bikini Bottom und ziehen es woanders hin. Irgendwas ist gerade kaputt gegangen. Und ich weiß nicht was. Okay, das Loch ist nicht gewollt. Aber hier ist nichts. Irgendwas haben wir bewirkt. Oh. Oh. Hier ist ein bisschen zusammengefallen. Ich hoffe, das stört mich jetzt nicht, diesen Weg zu gehen. Hier unten ist nichts. Nee, der Weg führt uns nach hier oben. Okay, Moment, was wollt ihr von uns? Wir können jetzt dahin jumpen, dahin jumpen. Dahin jumpen, hier rein, oder was? Aber hier ist doch nichts. Doch, da oben ist ein Durchgang. Okay. Vorher wäre das aber nicht möglich gewesen. Ja, das dachte ich mir. Ja, vielleicht. Nee, so auch nicht. Also, die wollen auf jeden Fall, dass wir von da oben springen. Na gut. Dann probieren wir es nochmal. Also, wie ich auf jeden Fall schon mir denke, das wird hier eine längere Geschichte. Autsch, mit dem Level. Da werden wir nicht in einer Folge fertig. Wir haben nur einen Gang genommen von drei. Und wir sind nur in der zweiten Tür von vier.
Dementsprechend wird das ein bisschen lang sein. Werden also mehrere Folgen mit dem Level beschäftigt sein, aber es macht ja nichts. So, okay, wir sind hier. Ich mache mal hier einen kurzen Save. Und was jetzt? Wollt ihr, dass ich darüber gehe? Yes. Und von hier wollt ihr wohin mit mir? Nach darüber wahrscheinlich. Genau. Okay, jetzt mal kurz speichern, weil ich sehe mich hier schon wieder runterfallen. Jetzt machen wir hier ein bisschen Anlauf und dann hopp. Und wir sind drin. Okay. Gut. Dann schauen wir mal, wo der Weg hinführt. Kamera. Böse Kamera. Okay, hier ist nichts. Ah, jetzt sind wir hier. Das ist der Weg, wo wir vorhin mit der Kamera geschaut haben. Junge. Genau, da ist auch Onkel Ali schon am Schwingen. Und da unten ist Zeug. Gar nicht mal so wenig. Schrotmunition, normale Munition, Leben. Aber da komme ich dann nicht mehr hoch, ne? Genau, das heißt, wir nehmen das auf dem Heimweg mit. Würde ich vorschlagen. Oh Gott. Weil da komme ich nicht mehr hoch. Aber ich komme da runter. Und jetzt muss ich aufpassen. Gut. Da hinten ist noch Affe Nummer 2. Und wir haben hier noch einen Onkel Ali. Übrigens, wenn ich das sage, meine ich nichts irgendwie rassistisches oder sonstiges gegenüber unseren Onkel Alis. Oder Leute, die so heißen. Dementsprechend bitte nicht böse nehmen. Ich meine das nur, weil er ein Alligator ist und ich ihn deswegen Ali nenne. So. Da sind sogar zwei. Aber bei der eine wird wahrscheinlich von da drüben hergeschwommen sein. Sonst ist hier aber nichts im Wasser, glaube ich, ne? Schaut zumindest nicht danach aus. Nope. Okay. Aber wir wissen ja, dass die noch wollten, dass wir darüber springen. Irgendwo. Und es gibt ja noch eine Etage unter uns. Dementsprechend, wir gucken mal. Schauen wir erstmal hier rein. Weil sonst komme ich hier nicht mehr hoch. Aber dann ist es eigentlich gar nicht der gewollte Weg. Oder? Weil der gewollte Weg war ja, dass man hier reinfällt. Das heißt im Endeffekt, hier gibt es eigentlich gar nichts für mich. Außer schlechte Kameraführung. Okay. Hier liegt was. Und sonst war's das. Okay. Schauen wir mal, ob ich von hier aus da hochkomme. Nein. Das heißt, die wollen, dass ich darüber kraxel. Okay. Wir nehmen auf jeden Fall alles mit, was wir mitnehmen können. Aber ich frage mich, von wo da diese Treppen, die Treppen sage ich, die Dinger herführen, die Falltüren. So, und das zählt offiziell als Geheimnis. Sehr schön. Wir haben beides auf einmal aufgenommen. Leben und Pistolenmunition. Gut, dann sind wir hier oben auf jeden Fall fertig. Das heißt, wir könnten theoretisch die mittlere Etage angehen.
Aber doch, ich könnte mich hier runterfallen lassen, das würde gehen. Aber jetzt mal was anderes. Wenn ich mich hier runterfallen lasse und das Zeug da unten hole, dann komme ich auch auf die gewünschte Etage. Wunderbar. Dann let's do this. Und wir heilen uns dann gleich. So, heilen, Schrotmunition, Pistolenmunition. Das hört sich doch ganz gut an. So, und wir speichern hier, weil da erwartet uns schon ein Äffchen. Hopp. Und ganz cool runtergeslidet hier. Gut. Und somit sind wir da, wo wir eigentlich hin wollten vorhin. Wir checken nochmal alles ab. Ich meine, da hinten war noch ein Affe irgendwo. Oder war es der? Ne, das war der. Gott, ist das hier dunkel. Aber es macht es auch nicht unbedingt besser. Ein bisschen. Ein paar Pixel sind heller. Hier, das Leben war noch da. Also in dem Level alles zu finden, das wird krass. So, und dann machen wir hier Hops. Oh, Affe. Genau, die gab es ja auch noch, die habe ich ganz vergessen. Ich will mich nicht zu viel bewegen, weil ich Sorge habe, dass ich mich hier runtersegel. Dahinter war noch einer. Ah, nee, mittlerweile nicht mehr. Doch, da. Anzünden, natürlich. Affe? Da. Erstmal Ruhe hier. Also, darüber jumpen müssen wir. Irgendwie. Na, was habe ich denn mir hier für einen Weg eigentlich gedacht? Ah, genau, hier gab es ja noch den anderen Weg. Den habe ich mir nicht gedacht, der ist tatsächlich hier. Ich komme auch nicht von oben dahin. Okay. Gut, und hier ist nicht umsonst, dass ich Anlauf nehmen kann. Okay, dann schauen wir mal, ob wir den Sprung schaffen. Und Geronimo, jawohl. Das haben wir. Jetzt ist die Frage. Irgendwie konnte ich mich da wieder langhangeln. Und ich weiß nicht wie. Ach Gott. Gut. Komm, wir probieren es jetzt einmal noch. Und hopp. Der Sprung an sich ist nicht schwer, aber es gab irgendwie eine Funktion, dass ich irgendwie so eine Ausweichrolle mache und dann mich wieder festhalten kann. Irgendwie sowas. Ach Gott. Ich habe halt das Tutorial nur so mehr gemacht. Kamera. Ach Gott. Also, wir wollen hier hin und dann. Nee, so nicht. Nee, so auch nicht. Rutsch. Na gut, Leute. Ich krieg das auf jeden Fall noch raus und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn ich da an dem Ding dranhänge. Also, bis dann. Bis zur nächsten Folge. Ciao. -i.